2.4. Berechnen Sie den Flächeninhalt der Figur, die durch den Kreisbogen dA sowie durch die Strecken AB, BC und CD begrenzt wird. Gut, gehen wir nochmal nach oben und schauen uns an, was brauchen wir denn alles von diesem Dreieck. Also erstmal, welche Figur haben wir? Den Kreisbogen DA, AB, BC und CD. Ja, diese Figur soll berechnet werden und jetzt schon überlegen, aus was für Teilfiguren besteht das Ding. Einmal haben wir hier einen Kreis drin. Achtung, immer vom Mittelpunkt aus denken, also ein Kreissektor. Nicht vom Punkt C aus, weil von Punkt C aus haben wir, ist das AD-Stückchen kein Kreisbogen. Ja, immer vom Mittelpunkt des Kreises aus. Dann haben wir unten ein Dreieck und hier noch ein zweites Dreieck. Also brauchen wir für den Flächeninhalt eine Sektorformel und zwei Dreiecke. Schreiben wir das mal nochmal auf. Flächeninhalt Gesamt ist gleich einmal den Flächeninhalt des Sektors plus einmal Flächeninhalt des Dreiecks ABC und dann noch Flächeninhalt des Dreiecks CDM. Gut, fangen wir mit dem Sektor an. Sektor ist ein Teil vom Kreis. Gehen wir in die Formelsammlung Kreis. Was für Formel finden wir da? Und da haben wir uns hier zum Beispiel hier ist die Kreisfläche des Sektors. Also Fläche vom Sektor ist ein Winkel durch 360 Grad mal Radius zum Quadrat mal Pi. Okay, schauen wir uns den Sektor nochmal an. Wir brauchen den Öffnungswinkel, der ist hier schon da mit 60 Grad, passt. Und wir brauchen noch einen Radius, den kennen wir auch schon mit AM gleich 6. Also ist alles da zum Ausrechnen. Nochmal im Genauen. Winkel von oben war DMA mal Radiusquadrat sind AM Quadrat mal Pi. Bekannte Größe einsetzen, DMA. Das waren die 60 Grad, haben wir im Prinzip hier noch mit drin stehen. 60 Grad durch 360 Grad mal 6 Quadrat mal Pi. Und dann kriegen wir für den Sektor einen Flächeninhalt von 18,85 Quadratzentimeter. Gut, zweites, das Dreieck ABC. Schauen wir es uns an. Das Dreieck ABC ist nicht rechtwinklig. Also, ja, gehen wir jetzt mal in Formelsammlung und suchen uns die Flächenformel vom Dreieck. Drei Stück gibt es. Eine davon funktioniert in einem Koordinatensystem. Die können wir hier getrost weglassen. Dreieck haben wir hier. Rechtwinkliges Dreieck, gleichzeitig da allgemeines Dreieck. Gibt es hier die zwei Formeln. Einmal 1/2 mal Grundseite mal Höhe und 1/2 mal Seite mal Seite mal Sinus eingeschlossener Winkel. Grundseite mal Höhe. Würde ich jetzt nicht empfehlen, weil wir kennen keine Höhen hier drin, die müssten wir jetzt wieder umständlich berechnen. Gucken wir, ob die zweite funktioniert. 1/2 mal Seite mal Sinus eingeschlossener Winkel. Vom Dreieck ABC kennen wir zum Beispiel den Winkel mit 51,32, haben wir ja hier berechnet in Aufgabe 2.1. Der war also bekannt, AB ist bekannt und BAC ist bekannt. Damit kennen wir alles Nötige für diese Formel hier. Können wir für das zweite Dreieck auch gleich überprüfen. Ich kenne zwei Seiten, nämlich die MD mit 6, die MC ist 6, weil M ist ja der Mittelpunkt. Und der Winkel hier drin sind 180 Grad minus den Nebenwinkel von 60, also 120 Grad. Damit ist auch von diesem Dreieck alles bekannt, was wir brauchen. Müssen wir also nur noch einsetzen und ausrechnen. Okay, als nächstes Dreieck ABC. Wir hatten 0,5 mal Seite, das war die AB mal Seite, das war die AC mal Sinus des eingeschlossenen Winkels, das war der Winkel BAC. Setzen wir alle bekannten Größen ein. 0,5 mal, und Größen muss ich nochmal spiegeln, 4 und 12 mal Sinus und den Winkel brauche ich jetzt auch nochmal, kann ich hier ablesen, 51,32. So, und das kann ich jetzt so ganz normalen Taschenrechner eingeben und dann kommen raus 18,74 Quadratzentimeter. Dann fehlt noch das dritte Dreieck, CDM. Die gleiche Formel nochmal, 0,5 mal. Die eine Strecke war MC, die andere Strecke war MA mal
Sinus des Winkels und das war der Winkel CMD. Alle Größen einsetzen. 0,5 mal 6 mal 6 mal Sinus von 60 Grad. Halt, das waren die 120, das 60 waren ja der Nebenwinkel. Ja, geben wir auch einen Taschenrechner ein. Sind 15,59 Quadratzentimeter. So, jetzt muss man noch die drei Größen hier zusammenzählen. Das da, das da und das da. Also Flächeninhalt gesamt ist gleich 18,85 plus 18,74 plus 15,59. Taschenrechner tippen und dann kommen raus 53,18 Quadratzentimeter. Ja, haben wir es geschafft.